Das sieht gerade aus, als würde mein Trombock was übelst Unanständiges mit deinem Arkan machen. Arkan, das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich weiß nicht mal, ob ihr in der gleichen Eigruppe seid. Das funktioniert so nicht. Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Minecraft Kobblemon mit meinen zwei Lieblingskobblegen. Hallöchen Kevin, hallöchen Benny. Hallo. Grüße, Beschwörer. Und bevor wir hier starten in unser Abenteuer, und ja, wir haben wieder einige Abenteuer für euch geplant, keine Sorge, möchte ich einen Fauxpas ausgleichen, der mir beim Anschauen der letzten Folge aufgefallen ist. Ich hätte die ganze Zeit mein Sedimantur entwickeln können. Ich musste es nur einmal kurz tauschen. Und bevor wir das tun, werde ich es natürlich erstmal auf den Plan rufen. So, jetzt steht es hier genüsslich in der Gegend rum. Und es ist Zeit. Oh, nice. Ein Schleifer! Zeig mal. Da weißt du, dass das Koloss im Namen nicht einfach nur so da Larifari ist. Wenn das jetzt noch shiny wäre, ne? Schade, dass ich starte von dem Haus auf, Matze. Ja, ich muss aber sagen, Trombo ist immer noch ein kleines bisschen. Das sieht gerade aus, als würde mein Trombock was übelst Unanständiges mit deinem Arkan machen. Trombock, das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich weiß nicht mal, ob ihr in der gleichen Eigruppe seid. Das funktioniert so nicht. So, Brokkolos, komm mal zurück. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Hier steht noch ein Lobblatt im Weg. Das ist richtig. Und so wie ich Kevin gehört habe, hast du vielleicht auch so ein paar Sachen, die du durchentwickeln kannst. Habe ich recht? Das könnte besser sein. Das ist möglich. Ja, dann, das sage ich dir nicht oft, aber hol es doch mal raus. Ja, so, Grüße, Luxio. Das ist die Nummer 1. Oh, das ist aber auch ein dichter Oschi, also. Mal davon abgesehen, dass Luxtra halt echt epic aussieht. Ja, vor allem mit diesen Augen, das ist cool, mit diesen Leuchteaugen. Ich freue mich übrigens übelst aufs 1.5er-Update von Kobblemon und Despotar, weil ich glaube, das wird auch so ein richtig geiles Vieh, was hier rumstapfen kann. Da müssen wir wirklich ein bisschen auf die Statik achten. Dann haben wir hier noch eins. Oh, ein Zubat. Unscheinbar, aber auch ein Zubat kann sich entwickeln. Das ist richtig. Hä, ist das, war mein Golbat auch so riesig? Wait a second, das muss ich jetzt mal kurz überprüfen. Da hat er ein big Golbat. Lass den mal draußen, den Oschi. Ja. Ja, Tatsache. Nicht groß. Ein Golbat war auch so ein Schleifer. Wahnsinn, ey. Schade, dass es so Pain in the Ass ist, ein X-Bad zu entwickeln mit Freundschaft, aber nevertheless. So, und dann habe ich auch die Starter entsprechend in Position gebracht. Es trifft mich immer noch im Herzen, wenn Kevin die Starter im Plural erwähnt. Ich habe so viel hier auf diesem Server offscreen gemacht, ne? Diese ganze Lagerhalle, und mir ist nicht ein Starter begegnet und Kevin so, ja, ich habe drei. Also fangen wir mit Verkokel an. Zu einem legendären Flambirex. Alter, das sieht ja mal richtig nice aus. Diese halbtransparenten Flammen, die so ein bisschen animiert sind. Richtig geil. Also, da muss ich halt auch immer wieder einfach mal Props geben, wie die Entwickler der Mod das geschafft haben, die Modelle der Pokémon in die Pixelgrafik zu bringen. Und trotzdem sieht's halt so unfassbar geil aus. Hammerhart. Ich frag mich, wie viele Schweinekoteletts man davon bekommt. Oh, süßes Pippin. So, Benni hat jetzt hier kein Mitspracherecht. Ich hätte gedacht, dass Empoleon größer ist, muss ich sagen. Schon, für so einen, ne? Wasserstall-Imperator, muss ich sagen, bin ich jetzt ein kleines bisschen bammt. Aber es ist, heißt, es ist trotzdem noch trotzdem der massiv, Kaiser, ne? Unter den Wasser-Pokémon, ne? Aber ich dachte irgendwie, es bringt mehr Kampfgewicht in den Ring, hätte ich gedacht. Naja. Das letzte, so, lieber Kevin, bringt das Kampfgewicht. Bevor du das entwickelst, lieber Kevin. Ja. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es von Chelterra verschiedene Formen gibt. Ach ja, stimmt. In diesem, ne? Spiel. Ja, das heißt, wenn du jetzt nicht einfach nur ein Standard-Chelterra, sondern irgendwas richtig Cooles haben willst, dann würde ich dir empfehlen, entweder zu wissen, was du möchtest, oder du wartest noch kurz. Dann verschieben wir die Entwicklung vielleicht auf die nächste Folge. Du guckst offscreen nochmal, welche Form du haben möchtest, und dann. Ja.
Stimmt, dann schauen wir mal. Nicht, dass du dich, nicht, dass du dich jetzt ärgerst, wenn du das entwickelst und es danach erfährst, dass es die geilen Formen gibt. Das wäre wirklich schade, nee, glaube ich. Benny hat das, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich habe legit nicht mehr im Kopf gehabt. Ah, ja, nein, ich hätte dich auch noch mal dran erinnert, glaube ich, sogar. Oh, danke. Oh, ihr seid ja übelst lieb, ey. Lustigerweise gucke ich gerade mal. Golbert ist 1,60 Meter und Empoleon 1,70 Meter. Okay, krass. Okay. Ich find's krass, also, dann ist Empoleon ungefähr so groß wie ein Glurak, was auch meiner Meinung nach komplett undersized ist. Orkolos ist angeblich auch 1,70 Meter groß. Ja, das könnte aber hinkommen. Das könnte hinkommen, das Brokkolos. Zeig so mal deinen Empoleon, Kevin. Ja. Ein bisschen größer. Ja, es ist okay. Also kann man. Ja, passt von den Maßen her immer noch ganz gut rein. Arcani ist 1,90 bis 2 Meter groß. Also, wow. Ja, da weiß ich immer nicht, was man. Also, meinen die wirklich die Höhe oder meinen die dann bei Arcani eher die Länge? Ich hätte jetzt eher die Höhe gedacht. Also, auf jeden Fall nicht die Widerristhöhe, aber. Na, warte mal, das können wir ja. Nee, können wir nicht. Ich habe keine Blöcke dabei. Aber dann hätten wir das austesten können. Wie dem auch sei, liebe Freunde, bevor wir jetzt hier zu sehr in den Größenvergleich abdriften, das machen wir auf unseren anderen Plattformen. Bevor wir jetzt abdriften, würde ich sagen, starten wir doch einfach mal mit dem, was wir in der Folge geplant haben. Und ich kann euch schon mal verraten, wir werden wahrscheinlich gar nicht großartig unterwegs sein. Zumindest jetzt für den Anfang noch nicht. Wir gehen mal nach unten. Ich brauche nämlich noch ein paar Zutaten dafür. Ich würde nämlich ganz gern ein bisschen den Zauberstab schwingen. Und das meine ich keinesfalls euphemistisch. Hat niemand so verstanden. Deswegen betone ich es trotzdem nochmal. Dafür brauchen wir aber einige. Ja. Ich verabschiede mich hier und versuche mich mal ein bisschen an dem Feld. Okay, also quasi Bennys Aufgabe der letzten 8 Folgen wird hier quasi weitergeführt. Genau, also meine Prokrastinationsaufgabe. Finde ich gut, weil das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass wir da einen gewissen Mangel haben. Also ich sehe gerade, wir haben hier 53 Leder, das ist gar nicht so schlecht. Wer war's? Also ich diesmal nicht. Es könnte sein, dass ich es war, aber wenn, dann war es hinter mir. Ich habe es nicht gesehen. Ah ja, okay. Wie war es also, hier mit dem Movement und so? Zumindest nichts Dramatisches kaputt gegangen. Da kümmern wir uns später drum. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz überlegen. Ich weiß, dass man für einen Zaubertisch definitiv einen Diamanten gebraucht hat. Den haben wir. Dann brauchte man Obsidian. Da bin ich mir gerade. Ich bin mir sicher, dass wir welches haben. Ich weiß gerade nur nicht, wo. Benny, weißt du das? Was brauchen wir nochmal? Obsidian. Nevermind, ich habe die Truhe dazu gefunden. Wir brauchen Obsidian. Und was brauchte man für einen Zaubertisch noch? Ich guck mal ganz kurz ins Rezeptbuch. Ein Buch. Ah, nee, man braucht 2 Diamanten. Oh, ich korrigiere. Man braucht 2 Diamanten. Ein Buch und 3 Obsidian. Das ist alles kein Problem, denn wir haben ein bisschen, also tatsächlich nicht wahnsinnig viel, aber ich habe offscreen ein kleines bisschen Zuckerrohr gefarmt da unten. Und das erlaubt mir jetzt hier ein bisschen Papier herzustellen. Und mit Papier und Leder wiederum sind wir in der Lage, Bücher herzustellen. Da kann ich ja mal gucken. 49 Bücher, das ist gar nicht mal so schlecht für einen Anfang. Das ist tatsächlich ein ziemlich. Ich hoffe, ich bereue nicht, dass ich jetzt das ganze Leder dafür ausgegeben habe. Mal gucken. Wie dem auch sei, wir können jetzt hier. Ich mach mal hier 4 Obsidian, 2 Diamanten und ein Buch erlauben uns die Herstellung eines Zaubertisches. Und den würde ich tatsächlich mal oben platzieren in unsere Base sozusagen. Wo ich auch am Überlegen bin, ob ich vielleicht einen Aufzug nach oben mache, damit wir da schneller hoch und runter können. Aber ist gerade alles noch Zukunftsmelodie. So, ein Zaubertisch, den stellen wir mal dahin, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt an den Zaubertisch gehen, ich finde ihn übrigens total geil animiert mit dem Buch. Wenn wir an den Zaubertisch sehen, dann können wir hier, oder dann stellen wir fest, wir können hier Sachen reinlegen und haben dann 3 Slots zur Auswahl. Den einer Zauber, den zweier Zauber und den dreier Zauber. Der Stufe 3 Zauber ist tatsächlich das höchste, also ne, nicht das höchste der Gefühle, aber das Beste, was wir jetzt kriegen können, wäre in dem Falle Bann 1. Und das kostet 6 Level. Also das ist ein bisschen missverständlich, weil ihr verbraucht dafür nicht 6 eurer Level, die ihr habt. Ihr müsst aber mindestens Level 6 sein, um Zugriff auf diesen Zauber zu haben. Und wenn ihr den auswählt, dann kostet euch das quasi 3 Level, die ihr investieren müsst. Also ihr bezahlt 3 eurer Levels
und müsst aber mindestens Stufe 6 sein, damit ihr den nutzen könnt. So, jetzt sehen wir aber, dass Bann 1 gar nicht mal so geil ist. Und das liegt einfach daran, dass wir den Zaubertisch noch ein kleines bisschen pimpen können. Das heißt, ich werde jetzt hier mal an die Werkbank gehen und das Holz und die Bücher, die ich mitgenommen habe, zu Bücherregalen verarbeiten. Davon haben wir 10 Stück. Das ist zumindest schon mal ein ganz guter Anfang. Und wir sehen jetzt hier, wenn wir anfangen, Bücherregale außenrum zu platzieren, dann fliegen von diesen Bücherregalen so kleine Buchstaben auf den Zaubertisch. Und das signalisiert, dass wir jetzt bessere Zauber zur Verfügung haben. Und wenn ich jetzt das Schwert nochmal reinlege, dann seht ihr, dass wir für unseren Stufe 3 Zauber jetzt schon Level 20 sein müssen, dafür aber auch die Verzauberung Plünderung 2 bekommen. Das heißt, der Zauber ist deutlich, deutlich besser als das, was wir gerade eben am regulären Zaubertisch bekommen haben. Und ich würde nochmal ein kleines bisschen Holz von unten holen, damit ich die restlichen Bücher noch zu Regalen verarbeiten kann. Und vielleicht kann der liebe Benny, weil das folgenvorbereitungsmäßig habe ich nämlich nicht nachgeguckt und bin mir gerade nicht sicher, ob es 15 waren, der Benny noch mal ganz kurz nachschauen, wie viel das Maximum der Bücherregale ist. Also, wie viele Bücherregale kann man maximal verwenden, bevor dann der Effekt nichts mehr bringt? Ja, alles bald. Bin mir mäßig sicher, dass es 15 waren, aber es könnte auch anders sein. Was war, Benny? Entschuldigung. Nichts. Und das war übrigens auch das, was ich gemeint habe, für den Fall, dass ihr euch noch erinnert. Aber ich hatte ja mal gesagt, dass die Levels in dem Spiel so wie eine Art Währung funktionieren. Und genau das habe ich damit gemeint. Also ihr könnt diese Levels 15. sozusagen 15, dann war es ja ganz richtig. So, wir haben jetzt hier 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und zwei Bücherregale haben wir noch. Die stellen wir jetzt einfach für den Style mal noch mit auf, damit es ganz cool aussieht. Ich meine, das bringt jetzt zwar für den Zaubertisch erstmal nichts mehr, aber sieht trotzdem ganz cool aus. Und jetzt haben wir hier unsere kleine Zauberecke und jetzt sehen wir, wenn wir das Schwert hier reinlegen, wir haben den bestmöglichen Zauberslot freigeschaltet. Wir brauchen immer noch nur 3 Level, die wir investieren müssen, aber wir müssen mindestens Stufe 30 sein. Und Stufe 30 ist das, wo die Zauberlevel sozusagen aufhören. Also es gibt keinen Zauber, der mehr als 30 Level benötigt. Das heißt, wenn ihr, wie ich jetzt, ich bin Level 50, das heißt, ich habe 20 Level zu viel gesammelt und da die exponentiell steigen, die Anforderungen an das Level, ist es eigentlich relativ sinnlos, weiter als bis Level 30 zu leveln. Also es lohnt sich immer, ein paar Verzauberungen mitzunehmen. Genauso wie es sich übrigens lohnt, zu schlafen, wenn es dunkel ist. Wollen wir das mal machen? Wollen wir machen, das ist extra wieder hergekommen. Will irgendjemand das besondere Vivian hier fangen? Ich habe keine Bälle mehr. Ich wollte gerade Bälle herstellen. Wir haben das aber ist so dunkelblau, hellblau, gelb. Das sieht total cool aus. Ich kann es nicht, weil ich habe alle Bälle verbraucht. Dafür breche ich mir sogar. Oh, das ist wirklich eine coole Form. Ja, das möchte der Matze haben. So, warte, so, da Level 36, dann ich flüchte mal mit meinem und dann kannst du es fangen. Ich stell doch weiter gleich mal ein paar Bälle her für euch auch mit. Ich hab echt Angst, das jetzt zu besiegen, aber mal schauen. Eine Glut wird's ja wohl aushalten. Ja, easy boy. So, dann machen wir mal noch einen Dreschfliegel. Das sollte nicht so viel Damage machen. Das hat ja fast gar nichts gemacht. Sehr gut. Nein, was? Was denn? Was hast du eingesetzt? Diebeskuss. Du kleiner Penner. Okay, sehr gut. Dann, Moment, wir wechseln mal noch auf The Mag. Dann können wir das nämlich paralysieren. Ich mache jetzt hier, ich gehe kein Risiko ein. Machen wir mal noch eine Donnerwelle. Na! Dieser Bastard hat halt genau in dem Moment Bodyguard eingesetzt. Ich glaub's nicht. Okay, schön, dann fange ich's halt ohne. Wahnsinn. Wahnsinn, Freunde. Was ist denn hier los? Ja, komm schon. Nein! Es ist raus. Aber warte mal, ich hab doch Netzbälle. Die sollten doch ziemlich gut gegen Vivillon funktionieren. Achtung, The May. Ah, sehr gut. Close call. The May. Ich find's auch noch geil.
Summer! Naja, ich habe auch alle meine verbraucht, die ich hatte. Darauf erstmal eine Bämme. Welche die besten sind. Ich mache gerade mal Superbälle, Finsterbälle könnte ich machen, dafür brauche ich Goldbarren. Netzball könnte ich noch ein paar herstellen. Alter! Kann ich denn schon, hat sich Bodyguard denn schon gelüftet? Kann ich eine Donnerwelle machen? Nee, immer noch nicht. Da, jetzt. Donnerwelle, komm, gib ihm. Mach jetzt bloß nicht nochmal Bodyguard. Oh, dieses Vivillon, Junge. Ich gebe zu, ne? Ich fand Bodyguard bis jetzt eine der sinnlosesten Attacken aller Zeiten, aber die triggert mich gerade so hart. Aber dass das Vivillon so eine Fangrate haben soll, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß, ich nutze einen Netzball, der dreifach effektiv gegen Käfer-Pokémon ist, ne? Und ich hab's auf 15% Health runter. Und trotzdem bleibt's halt partout nicht drin. Da krieg ich richtige Onix-Flashbacks hier. Onix. Ja! Ja jetzt. Geil! Hast du gut gemacht, May. Hast zwar nichts dazu beigetragen, aber hast du gut gemacht. Jetzt bin ich jetzt einer von uns. Ja, oh, schade gewesen, dass irgendwie. Ich mag Vivillon. Das stimmt. Ich bedanke mich auch für das Bescheidgeben. Kein Problem. So, wir wollten pennen gehen, aber bevor wir pennen gehen, wenn wir jetzt einmal unten sind, würde ich ein bisschen Lapis Lazuli mitnehmen. Aus Gründen, auf die ich gleich nochmal näher eingehen werde. Oh, es regnet. Das müssen wir auf jeden Fall pennen. Also, Regen ist ja fürchterlich. Genau, wo war ich eigentlich stehen geblieben beim Verzaubern? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Benny hatte von den 15 Regalen maximal gesprochen, ne? Ah ja, genau. Die 15 Regale, die haben wir jetzt ja auch gebaut. Das heißt, unser Zaubertisch ist jetzt an der Stelle schon ausgemaxt. Den können wir nicht noch besser machen. Es gibt tatsächlich noch andere, auch bessere Möglichkeiten, an Verzauberungen zu kommen. Aber jetzt für den Anfang ist es tatsächlich immer eine gute Entscheidung, auf den Zaubertisch zu gehen. Und ich würde auch sagen, gut, wir haben nur noch 8 Diamanten. Damit können wir tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Aber zumindest unser Schwert sollten wir wieder verzaubern. Was bringt denn eigentlich so eine Verzauberung, sagt mal? Das erzähle ich dir gleich, während Benny mich hier im Schlaf mit ich weiß nicht was bewirft. Pokebällen. Ah, danke. Ich glaube, Benny versucht uns zu fangen. Ja. War eigentlich ziemlich schlecht, oder? Ah, Firma dank. Oh, ein Superball, cool. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon mal hatte. Ich glaube, ich auch nicht. Ja, nice. Genau, zurück zum Verzaubern. Denn ihr könnt natürlich hier ein Schwert reinlegen. Aber ihr seht, das ist immer noch ausgegraut, was ihr hier, rechts verzaubern könnt. Und um das zu aktivieren, müsst ihr, das verrät euch auch schon dieses graue Icon, es könnte eine Kartoffel sein, aber es ist tatsächlich ein Lapis Lazuli. Und ihr braucht, wenn ihr Stufe 1 verzaubern wollt, ein Lapis Lazuli, ihr braucht 2 Lapis Lazuli für Stufe 2 Zauber und 3 Lapis Lazuli für Stufe 3 Zauber. Soweit so obvious. Ihr könnt Lapis Lazuli auch zu blauem Farbstoff verarbeiten, aber zum Verzaubern ist es tatsächlich sinnvoller, weil es gibt nachhaltigere Varianten, an blauen Farbstoff zu kommen. Ich habe jetzt hier einmal Plünderung 3, das ist gar nicht schlecht. Plünderung 3, es ist so ein bisschen ein Gamble, wenn ihr an den Zaubertisch geht. Also hier seht ihr Plünderung 3 und die Verzauberung, die bekommt ihr auch garantiert. Also das ist safe, dass ihr die bekommt. Ihr könnt allerdings auch Glück haben und zusätzlich noch andere Verzauberungen drauf bekommen, die jetzt hier nicht dabei stehen. Kann passieren, muss aber nicht. Ich gehe jetzt mal das Risiko ein und mache einfach mal. Und tatsächlich, ich habe Plünderung 3 und Schärfe 4 bekommen. Das ist gar nicht schlecht. Und ich erzähle euch mal ganz kurz, für die, die es jetzt nicht wissen, Schärfe 4 steigert den Angriffswert meines Diamantschwerts. Wir sehen es schon da unten. Kann mal einer von euch gucken, was das Diamantschwert für einen Angriffsschaden macht? Ihr seht das, wenn ihr drüber hovert, damit wir mal gucken können, wie viel das ausmacht. 7 Angriffsschaden, 1,6 Angriffsgeschwindigkeit. Okay, und durch meine Schärfe 4 habe ich 9,5 Angriffsschaden. Also ich habe 2,5 Angriffsschadenspunkte mehr bekommen. Das ist schon nicht ganz wenig, muss ich sagen. Und Plünderung 3 erlaubt mir tatsächlich, mehr Drops einzusammeln von Mobs. Das heißt, wenn ich jetzt ein Skelett zum Beispiel besiege oder einen Creeper, dann droppen die für mich mehr Skelettknochen, mehr Schießpulver, die Zombies droppen mehr Fleisch. Gut, das ist jetzt nicht ganz so sinnvoll, aber bin sehr zufrieden damit tatsächlich. Und ihr zwei, ihr könnt jetzt eure Schwerter tatsächlich auch mal verzaubern. Ich gebe dir mal, lieber Kevin, ich gebe dir mal ein bisschen Lapis Lazuli und schalt auch mal auf die Kevin-Cam an der Stelle. Nice!
bei der der Ton noch aus ist, aber das kriegen wir hin. So viel wahnsinnig vom Ton kriegt er gerade eh nicht mit. Und wir sehen es jetzt schon bei Kevin. Kevin hat auch, wie viel Level hast du eigentlich? Ach, Kevin hat nur 7 Level, okay. Das heißt, ja. Kevin könnte maximal Stufe 1 verzaubern. Kevin kann mir allerdings sein Schwert geben und ich kann es für ihn verzaubern. Weil ich bin ja immer noch, ich habe jetzt 3 Level investiert, ne, habe ich ja vorhin erzählt. Ich habe 3 Level bei mir investiert und habe dafür aber eine Stufe 30 Verzauberung bekommen. Das heißt, ich bin jetzt noch Stufe 47. Und dann schauen wir mal, was wir für Kevin im ersten Zug rausholen. Nemesis der Gliederfüßer. Das ist tatsächlich eine relativ, also sie hat ihre Daseinsberechtigung, ist aber nicht ganz so optimal. Nemesis der Gliederfüßer hat den Effekt, dass gegen Krabbeltiere, also Krebse sage ich schon, Krebse gibt's hier nicht, gegen Spinnen und Silberfische, glaube ich, mehr Damage ausgeteilt wird. Ist aber ein relativ eine Edge-Case-Verzauberung. Was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt natürlich einfach das Nemesis der Gliederfüßer nehmen und euch freuen. Ihr könnt allerdings auch einfach irgendein anderes Tool reinwerfen in die in den Zaubertisch. Könnt dann eine Stufe 1 Verzauberung nehmen, einfach nur, damit ihr irgendwas verzaubert. Und das sorgt dafür, dass die Zauber wieder neu ausgerollt werden. Das heißt, das wird dann komplett neu ausgewürfelt. Jetzt haben wir hier bei Kevin Schärfe 3. Das ist auch gar nicht schlecht. Das machen wir mal drauf. Und Kevin hat auch echt gut abgesahnt. Kevin hat Schärfe 3, Schwungkraft 3 und Verbrennung 2. Das heißt, Kevin, du wirst jetzt unser Haupttierschlachter sein. Denn ja, nice. Verbrennung setzt gegnerische Mobs in Brand, wie es der Name schon verraten lässt, vermuten lässt, so rum. Das heißt, wenn du... Ach, Benni wird auch gleich seinen Bogen verzaubert haben, na klar. Ich wollte mal gucken, ob du vielleicht Unendlichkeit bei dem Bogen siehst. Wenn ja, dann kannst du den gerne verzaubern, ansonsten beim Schwert bitte machen. Okay. Ich helfe noch Kevin kurz bei seinen Verzauberungen. Genau, das heißt, wenn du Tiere schlachtest, die Fleisch droppen, zum Beispiel Kühe, Schafe, Schweine, whatever. Taubsies. Dann Taubsies, ja, auch eine Möglichkeit. Dann droppt das Fleisch direkt gebraten. Das heißt, du musst das nicht erst mal durchräuchern. Du kriegst das durch deine Verzauberung direkt gebraten raus und kannst es direkt essen. Die zweite Verzauberung, die du hattest, hieß, glaube ich, Seitenschwung oder so ähnlich. Ich habe schon wieder vergessen. Schwungkraft, genau. Das ist eine Verzauberung, die gibt's nur in der Java Edition, weil da gibt's diesen Kampfmodus, wo ihr das Schwert quasi so schwingt. Also wenn ihr angreift, seht ihr auch hier unten das Schwert, was sich wieder auflädt. Und in Minecraft Java ist es so, dass ihr mit einem Angriff des Schwertes, deswegen ist das Schwert auch ein bisschen besser als eine Axt, auch wenn die mehr Angriffsschaden hat, dass ihr mit dem Schwert mehrere Gegner treffen könnt. Also ihr trefft nicht nur den, auf den ihr zielt, sondern auch links und rechts davon trefft ihr ein bisschen was, aber mit vermindertem Schaden. Und die Schwungkraftverzauberung sorgt dafür, dass ihr auch die links und rechts mit höherem Schaden trefft. Ansonsten hatte Kevin noch Schärfe, das haben wir schon erklärt, deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal drauf ein und wir gucken mal, was Bennys Bogen so hergibt. Stärke 3 hätte ich hier. Ich kann es riskieren. Kann aber auch erstmal dein Schwert gucken. Warte mal. Dein Schwert bekommt Plünderung 2. Soll ich eins von beiden verzaubern oder nochmal neu rollen? Wir haben noch nicht so viele Pfeile, ne? Hält sich in Grenzen. Deshalb bringt's das, glaube ich, momentan noch nicht. Reroll mal. Okay, also einmal noch rerollen, ansonsten nimmst du das Schwert. Bei Plünderung fand ich jetzt alles nicht so klar. Gut. Dann gucken wir mal, was wir hier kriegen. Und Schärfe 2 Eisenschwert ist auch nicht ganz schlecht. Kann man mal mitnehmen. So, dein Bogen hat Schlag 2. Nein, es ist gut. Und aber dein Schwert geht mit Schärfe 4 rein. Dann auf jeden Fall das Schwert. So, Benny hat hier ein bisschen den Zonk gezogen. Du hast tatsächlich den Fall, dass du nur Schärfe 4 bekommen hast. Ja, aber es macht dafür mehr Schaden. Ist richtig. Ja, wie gesagt, es gibt auch später, wir gehen dann noch drauf ein, es gibt Möglichkeiten, diese Sachen noch zu verbessern, zu erhöhen und so weiter und so fort. Aber jetzt fürs Erste nehmen wir erstmal nur das. Ich guck nochmal auf deinen Bogen. Stärke 4 könnte ich dir noch auf deinen Bogen zimmern, wenn du möchtest. Wenn es jetzt nicht so schwierig oder wenn das jetzt noch geht, dann gerne. Alles gut, ich hab genug. Also du hast kein Glück beim Verzaubern. Das ist wieder nur Stärke 4. Aber andererseits, man kann sich jetzt auch nicht unbedingt beschweren. Stärke 4 ist jetzt nicht das Schlechteste. Das passt schon. So, was ihr auch noch machen könnt, wenn ihr dabei seid, die Zauber neu auszuwürfeln, also wenn ihr euch neue Slots holen wollt und dafür irgendeinen Dulli-Gegenstand verzaubert, dann gehen euch die ja irgendwann aus und ihr wollt ja nicht permanent irgendwelche Gegenstände craften. Ihr habt hier einen Schleifstein und der Schleifstein hat die Möglichkeit, wenn wir den jetzt mal aktivieren, ihr könnt einen verzauberten Gegenstand reinpacken
und könnt ihn sozusagen wieder entzaubern. Dafür kriegt ihr ein kleines bisschen der Erfahrung zurück. Natürlich nicht alles, was ihr einsetzen musstet, aber immerhin ein bisschen was. Und könnt den Gegenstand quasi neu verzaubern. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr irgendwas auf euren Hauptgegenstand verzaubert habt. Also Benny könnte jetzt auch sein Diamantschwert nochmal abschleifen und könnte nochmal einen Versuch wagen, wenn er das möchte. Zweimal könnte ich noch verzaubern tatsächlich. Dann gehen mir die Level aus. Ne, dreimal kann ich noch. Dreimal. Am Amboss konnte man reparieren, oder? Genau, am Amboss kann man reparieren, aber einen Amboss haben wir momentan, glaube ich, noch gar nicht, weil da fehlt uns auch ein bisschen das Eisen für. So, ich packe hier oben mal ein Fass rein, da können wir das Lapis Lazuli nämlich parken. Genau. Was wollte ich noch sagen? Achso. Was ihr noch verzaubern könnt, neben Gegenständen, sind tatsächlich Bücher. Die kann ich jetzt gerade, also ich kann kein Buch mehr verzaubern, weil ich tatsächlich keins mehr übrig habe. Aber ihr könnt auch Bücher verzaubern. Die funktionieren sozusagen wie so ein Speichermedium, wie so ein USB-Stick für eure Verzauberung. Also da können ganz verschiedene Zauber drauf landen und die Bücher könnt ihr dann an einem Amboss zusammen mit euren Gegenständen kombinieren und die Verzauberung aus den Büchern quasi auf die Gegenstände übertragen. Und was ihr dann zum Beispiel auch machen könnt, wenn ihr jetzt ein Buch mit Schärfe 4 habt oder ihr habt ein Schwert mit Schärfe 4 oder habt zwei Schwerter mit Schärfe 4, dann könnt ihr die auch am Amboss zusammenpacken zu einem Schärfe 5 Schwert. Das geht natürlich nicht bis ins Unendliche. Ich glaube, 5 ist auch das höchste Level, was ihr kriegen könnt. Aber da könnt ihr auch sozusagen Low-Level-Verzauberungen noch ein bisschen aufgieren. Empfiehlt sich aber auch nicht, von Stufe 1 das hochzuleveln, weil die Menge an Kombinationen und Aktionen, die ihr am Amboss unternehmen könnt, ist begrenzt. Also irgendwann geht's einfach nicht mehr, weil die Verzauberungskosten zu teuer sind. Das zeigt er euch dann an. Also ihr habt auch keine Möglichkeit, euch da bis in die nach Bagdad zu leveln, um irgendwann weitermachen zu können. Also es ist tatsächlich vom Spiel begrenzt. Deswegen lohnt sich's trotzdem, mit einer hohen Verzauberung einzusteigen, wie halt Schärfe 4 zum Beispiel. So, jetzt habe ich relativ viel erzählt zum Thema Verzauberung. Das heißt, für die, die das die Minecraft jetzt schon kennen, war es jetzt gar nicht so viel Neues. Aber ich hoffe zumindest, dass ich den guten Kevin da vielleicht ein bisschen abholen konnte. Ja. Für den die ganze Geschichte ja noch neu ist. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neidisch auf dein Schwert. Also Verbrennung ist schon geil, muss ich sagen. Das ist schon echt. Vor allen Dingen hat sich die Farbe verändert von meinem Schwert. Ja, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Es kriegt so einen lilafarbenen Schimmer, der auch leicht animiert ist. Das finde ich tatsächlich, nett. Also das signalisiert sozusagen, dass die Gegenstände verzaubert sind. So, Benny hat noch eine volle Eisenrüstung, aber bei dem guten Kevin habe ich gesehen, dass ihm ein paar Rüstungsteile abhanden gekommen sind, die wahrscheinlich kaputt gegangen sind. Das heißt, ich würde sagen, dass mir genauso geht. Genau, ich sehe, da dir fehlt die Hose und die Stiefel. Das heißt, ich würde mal noch ein bisschen was nachbauen. Mir fehlen ebenfalls Stiefel und der Helm. Denn wir werden definitiv Rüstung brauchen für das, was wir als nächstes vorhaben. Das werden wir. Oh fuck, jetzt habe ich zwei Hosen gemacht. Naja, egal. Eine Backup-Hose kann nicht schaden. Kevin, wo bist du hin? Da drüben. Draußen. Kevin trainiert seinen Backel. Unterdessen bewerfe ich ihn mal mit neuer Rüstung. Oh nice, danke. Kannst du anziehen? Aber ja, für die nächste. Hast du. Ach so, warte mal, was habe ich denn jetzt zugeworfen? Nur eine Hose? Ach so, sorry, my bad. Kriegst natürlich auch noch Schuhe, selbstverständlich. Nice. Niemand soll hier barfuß laufen. Wir wissen ja, wie das in DayZ ist. Wenn die Schuhe kaputt sind, ist schnell RIP. Ist Ripperoni. Aber richtig. So. Dann würde ich sagen, packen wir hier noch ein paar Sachen aus, die wir jetzt hier nicht mehr brauchen. Zum Beispiel das überschüssige Eisen, was ich mitgenommen habe. Ich könnte natürlich auch. Oh. Ja, der Profi würde natürlich vorher sich ausrechnen, wie viel er benötigt und immer nur genau das Eisen mitnehmen, was er braucht oder genau die Anzahl an Büchern, die wir für die Bücherregale brauchen, aber ich bin da eher so der, ich nenne es immer so den Packesel-Stil beim Spielen, ne? Ich packe erstmal alles ein, baue zusammen, was ich brauche und alles, was übrig ist, fliegt dann wieder zurück. Es gibt nichts, so was ein bisschen mehr devastating ist, als wenn man zu wenig Zeug mit hat und nochmal zurück macht, eine Walk of Shame. Genau, das ist echt fürchterlich. Also da muss ich Benny recht geben, es gibt fast nichts Schlimmeres. Haben wir denn schon eine Essenskiste irgendwo? Keine dedizierte Essenskiste, aber wir haben tatsächlich im ersten Obergeschoss so eine, ich sag mal, so eine Kiste hier, wo Essen einfach abgelagert wird.
Weil die dedizierten Essenskisten sollen ja mittelfristig, glaube ich, rüber zur Farm. Ah, hier, okay. Destination. So, aber wisst ihr tatsächlich, es gibt ein was schlimmer ist als der Walk of Shame. Und das ist, wenn die Folge ist. Das zu Ende der Folge. Ah, Kevin weiß schon Bescheid. Oder Kevin kann man einfach nicht mehr austricksen hier. Aber es ist einfach so. Das Ende der Folge ist wirklich dramatisch. Und dieses Drama haben wir jetzt leider erreicht, denn wir sind durch für diese Folge. Wir haben einen, sag ich mal, Schnell-Crash-Kurs zum Thema Verzaubern durchgezogen. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen rüberbringen, was da so die Ecken und Kanten sind. Wie gesagt, die meisten von euch wissen es wahrscheinlich schon. Falls nicht, dann habt ihr hoffentlich ein bisschen Wissen mitgenommen. Falls euch noch Wissen fehlen sollte oder falls ihr das Gefühl habt, dass euch noch Wissen fehlen sollte, dann scheut euch nicht, das in die Kommentare zu schreiben. Wir werden darauf auf jeden Fall eingehen und euch ein bisschen hilfreich zur Seite stehen, hoffe ich zumindest. Und in der nächsten Folge, ich habe schon angekündigt, in der nächsten Folge wird es ein kleines bisschen gefährlicher für uns. Es wird sogar ein richtig bisschen heiß werden, kann man fast sagen. Und ich hoffe, dass wir dafür noch genug Obsidian haben. Ich habe es nämlich gerade in die Kiste gepackt, weil ich ein weil ich ein Fakthard bin. Wie dem auch sei, nächste Folge geht's weiter. Wir haben Abenteuer vor. Da werden wir auch die Lagerhalle auf jeden Fall verlassen, im Gegensatz zur heutigen Folge, wo wir uns hauptsächlich hier aufgehalten haben. Also freut euch schon mal auf kommenden Donnerstag, wenn es weitergeht mit Minecraft Koppelmon. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr natürlich gern eine Däumchenbewertung dalassen. Ihr dürft natürlich auch eine dalassen, wenn es euch nicht gefallen hat. Das wäre zwar sehr schade, aber ist ja grundsätzlich auch valide. Dann dürft ihr natürlich auch gerne einen Kommentar schreiben, wieso das so ist. Und wenn ihr nichts verpasst, wollt, dann steht euch natürlich der wunderschön rote Abo-Button immer offen. Er ist einladend und schön und wir freuen uns auch darüber. Aber wir verabschieden uns jetzt erstmal aus dieser Episode, bedanken uns fürs Reinschauen und sagen Tschüss. Bis zum hoffentlich nächsten Mal. Haut rein. So. Tschüssi.